Ja, heute gibt es mal eine größere Tour. Sonntag, 21. Mai, 8.45 Uhr. Ich fahre jetzt auf dem Bahndamm, auf dem Heuberg-Bahndamm, fahre ich jetzt bis nach Großheim. Das sind ca. 8,5 Kilometer und schon mal 300 Höhenmeter. Danach geht es dann weiter Wehinge, Harras, irgendwie Richtung Bäretal, Mülheim, Städte, Ostertal, Rußberg, Dreifaltigkeitsberg und dann wieder heim. Ca. 65 Kilometer. Ja. Da überlegt sich auch keiner was als Fahrradweg hier. Es geht viel durch den Wald durch heute. Schotterpiste wie die hier. Dann aber auch Asphalt an der Donau entlang ein Stück, an der Bära entlang. Hoffen wir, dass es noch stabil ist, wie sich die Natur doch im Laufe der Jahre alles wieder zurückholt. Gleise hat es wohl keine mehr. Da muss mal ein Baum durchfallen sein wahrscheinlich. Oben ist dann das Viadukt, wo wir gerade waren. Die Überreste. Wenn es gerade 12% Steigung, 13, 14, 20, 21, 22. Rechts sieht man noch die Überbleibsel der Mauer. Also wir sind jetzt wirklich direkt auf der Trasse. Also auf 870 Meter und hinter Speicher jetzt 233 Höhenmeter. Wir sind jetzt 9 Kilometer unterwegs, 51 Minuten. Eggesheim heißt das Dorf. Ja, ich bin jetzt hier oberhalb von Eggesheim. Ich bin jetzt knapp anderthalb Stunden, 1,2957 unterwegs, 17,8 Kilometer. Knapp 400 Höhenmeter wird es sein bis jetzt. Ich esse jetzt gleich erstmal einen kleinen Snack, trinke was und tja, dann mache ich mich weiter auf den Weg Richtung Bäretal. Geht es dann? Wo geht man da hoch? Okay, das war vielleicht einmal ein Waldweg.
halb rechts durch die Brennnesseln. Jawohl. Scheiße. Fahrrad weg, ja. Ideal. Da kommt ein Rastplatz. Da halten wir noch kurz an. Ein Wasserfall. Ja, auf der Straßfolge würde, wenn wir ins Donautal bei Bollenron kommen, wo mir Biege da vorne ist. Rechts ab. Friedingen an der Donau. Fahrradfahrer erlaubt.
Ja, wir fahren jetzt wieder ins Ursental. Bis ich oben bin, ganz oben, sind das mal schon 300 Höhenmeter. Jetzt sind wir 724 am Eingang. Das sind jetzt 5 Kilometer, 10 Kilometer, 12 Kilometer bergauf. Na, danke. Ich mache jetzt hier schon Pause. Kurz stärker vor dem langen Anstieg. Weiter geht's. Kurz gestärkt. Jetzt geht's da halb links. Es zieht an. Sigma Rox, habe jetzt noch 35 Höhenmeter gemacht heute. Bis jetzt laut dem Garmin sind es 1064. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Ja, wir sind noch auf der Schwäbischen Alb, aber links geht es bergab und dann sind wir, dann ist die Schwäbische Alb zu Ende. Also wir befinden uns hier am Rande der Schwäbischen Alb. Links kommt dann die Bar Schwarzwald. Vor uns der Hümbel. Den nehmen wir heute noch mit. Die Hügel da vorne, die zwei spitzige, sind sicherlich irgendwelche Hegau-Vulkane. Alpe sieht man heute leider nicht. Wenn, dann ganz schwach. Aber ich denke, auf der GoPro erkennt man die jetzt nicht.